Das Abenteuer beginnt. Ja, der Teller aus Fichte ist soweit im Groben vorbestimmt. Das heißt, Grund läuft da jetzt. Ich habe hier ein Rezess angedrechselt, damit ich das auf mein kleines Futter umspannen kann. Ich habe nur 50 mm Backen, keine 100er. Dann habe ich überlegt, wie der Teller nachher vernünftig stehen soll. Habe ich hier überlegt, ich lasse hier einen Ring stehen nachher. Habe das hier ausgearbeitet, dass es tiefer steht. Auch schon mal vorgeschliffen. Sieht ganz sauber aus. Keine ausgerissenen Fasern. Ja, bisschen verziert hier unten. Mittelpunkt, falls ich nochmal aufspannen muss. Habe ich natürlich auch reingedrechselt. Ja, der Rest außen sieht noch richtig schlimm aus. Da geht es jetzt weiter. Einmal nachschärfen. Die Unterseite ist fertig, geschliffen, ist 400, zum Schluss mit so einer Schleifgase bis 600.
Oberfläche im Gegenlicht. So, über Nacht kommt jetzt Walnussöl zum Einsatz. Das heißt, das aufgetragene dicke Schicht und trocknet jetzt. Das ist eine schöne Spiegelung. Oh, ich mag das. Herrlich. Umspannen. Ja, läuft sehr rund. Das ist gut. Dann wollen wir mal die Vorderseite bzw. die Innenseite aushöhlen. Ja, 20 mm. Aber ich mache da mal erstmal 18 draus. Sicher ist sicher. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Richtig rumdrehen. Ja. Draußen ist sie. Ja. Heil geblieben. Keine Marken. Oh, ein kleiner Obstteller. War nicht alles leicht, aber es hat funktioniert. Fichtenholz geht. Unterseite. Wand. Oberseite. Tja, fertig. Na denn. Okay, das war's. Euer Martin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Objekt. Tschüss.